Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Stellaris Star Trek mit Bernhard. Hallo, Bernhard. Hallöchen, Dennis. Ja, ich heiße Dennis. Hallo. Genau, wir sind immer noch bei diesem schönen Koop-Let's Play in der Stellaris Star Trek Mod. Und ihr seht jetzt hier bei mir im Kanal, bei den Spielkindern gerade, meine Heimatraumstation, und die sagt eigentlich alles. Und zwar, warum sagt die alles? Das ist einfach nur eine kleine Raumstation in meinem Heimatsystem. Die hat 1800 Kampfkraft in meinem Heimatsystem. 1900 aufgerundet. Uiuiuiui. Und es ist keine Flotte im Orbit, weil ich keine Raumschiffe habe. Also das sagt alles über meinen technologischen und militärischen Status gerade aus. Ich habe keinerlei Kampfraumschiffe und meine größten Sternenbasen haben so 2000 Kampfkraft. Ich weiß nicht so genau, wie ich es geschafft habe, den kompletten Gamma-Quadranten zu übernehmen und ein Viertel der Galaxie zu werden. Ohne irgendeine Form von tatsächlicher, real existierender Macht. Das ist alles nur Gerede. Alles nur Diplomatie bei mir. Aber hey, das zeugt davon, wie gut ich da drin bin, offensichtlich. Ja, das ist auch passend. Ich meine, als Let's Player ist das mitunter eines der wichtigsten Sachen. Ja. Das Gerede stimmt. Das Gerede stimmt schon mal, ne? Also 7000 Videos, nicht nur mit Schlägereien gefüllt. Ist zwar ein Riesenquatsch, aber das Gerede stimmt. So ist es. Ja, anders als bei dir, du kannst halt einfach gar nicht reden, also die Undine du jetzt nicht, aber dafür stimmt die Muskelkraft sozusagen. Wie läuft denn der Krieg gegen die Borg, Bernhard? Erzähl doch mal. Ja, unsicher. 9% zu 100% klingt jetzt erstmal nicht so cool. Aber kannst du nochmal sagen, wer hat die 100%, die Borg oder du? Die Borg sind bei 100%. Ja, also läuft der Krieg wahnsinnig gut. Du rechnest das schon wieder falsch rum. Ja, ich verliere System nach System oder hab System nach System verloren und bin auf 100% gekommen oder die Borgs sind auf 100% gekommen. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, aber du verstehst, also das ja, genau, Prinzip ich verstehe es andersrum. Das Prinzip ist andersrum. Die Borgs sie ermühen halt sich, indem sie einfach meine Sektoren erobern, oder wie? Ja, sie ermüden, okay. Also es ist jetzt egal, wodurch das so ist, da wird irgendeinen Algorithmus im Hintergrund geben, der sagt, die Borg kriegen halt mit jedem Monat, den sie so einen Assimilierungskrieg führen oder so, kriegen sie halt Kriegsmüdigkeit, 5% oder sowas. Oder was auch immer. Da wird es irgendwie so einen Algorithmus geben. Das hat wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun mit dem, was sie dann am Ende tatsächlich machen, also Schlachten, gewinnen, verlieren, Planeten erobern, verlieren. Bei denen geht das scheinbar einfach relativ schnell. Das ist mir auch aufgefallen in meinem letzten Let's Play, wo ich gegen die gekämpft habe. Und das ist super für dich, weil du hast jetzt, also so lange, also es Zeit fühlt hast sich noch nicht so an, aber ja, aber du hast doch jetzt du kannst ihnen quasi jederzeit einen Status Quo anbieten, weil sie bei 100% sind. Es müsste eigentlich jetzt schon gehen. Und du kannst es in dem Moment machen, wo du das Maximum an Systemen erobert hast. Also um maximal zu profitieren. Schlimmer ist immer, wenn man selber bei 100% ist, weil dann steht man in der Gefahr, dass jede Sekunde der Krieg von dem anderen beendet werden könnte. Und dann muss man sozusagen schlucken, was in dem Moment gerade, was man alles verliert an Systemen und so. Das musst du nicht. Du kannst jetzt klug taktieren, alles zurückerobern, was sie irgendwie erobert haben. Und noch Sachen von denen erobern. Also ich glaube, wenn du es jetzt klar anstellst, kannst du 15 Systeme dazu gewinnen in dem Krieg. Also wenn du jetzt die richtigen Sachen besetzt und sowas und ihren Flotten aus dem Weg gehst. Ihr Penner. Da hat gerade kurz eine kleine Armee reingeschaut von dem Borg. Die sind aber schnell wieder weggesaust. Ja, wir gucken nur. Ja. Naja, nur mal schauen, nicht anfassen. Okay, ich bin mir halt nicht sicher, ob das die einzig große Armee war. Ich sehe die andere nicht mehr. Ja, eine 9K-Armee sehe ich da. Okay, ja. Dann habe ich die 50K-Armee ausgelöscht. Das ist ja verrückt. Aber ja, das ist halt echt praktisch mit diesen wachsen lassenden Schiffen, dass ich da gar nicht so wirklich viel verliere. Das super. Ist eine tolle Sache. Und jetzt geh einfach zack, zack, zack hier einfach die ganzen Systeme durch. Jetzt wirklich nicht Zeit verlieren, einfach Royal, Gaspard. Ja, ich bin gerade bei den Planeten dabei. Ich muss halt die Planeten auch ein bisschen runter bombardieren.
Ja gut, da kannst du jetzt, wenn die 50K-Flotte weg ist, kannst du die doch aufteilen in zwei Mix, Teile. In Murrl, in Rilna, ich bin an allen drei gerade aktiv. An allen drei. Na dann. Okay, ich hätte es jetzt in zwei oder drei Teile aufgeteilt, die große Flotte, und dann, genau, so wie du es genau machst. Als Bombis da drunter, das braucht halt Ewigkeiten, weil die Drohnen halt ordentlich was aushalten. Ja. Und meine Transportflotte steht schon parat, um gleich mal ins Murrl reinzutippen hier. Wenn es soweit ist. Du sprichst in sehr fremden Zungen irgendwie. Ins Murrl reintippen. Alles klar, mach mal. Viel Spaß. So, ich muss jetzt einfach. Dann machen wir mal hier Armeen landen, bitteschön. Und ihr gönnt euch Murrl 2. Nice. Ja, dankeschön, Motorrad. Noch ein Motorradfahrer. Und wieder mal mit dabei. Der will Aufmerksamkeit, glaube ich. Mhm. Der hat das Gefühl, er wird zu wenig beachtet, auf jeden Fall. Ah, du bist ja ganz toll mit deinem Motorrad. Bis er sich hinlegt. Oh. Man wünscht das ja niemandem. Aber nein! So, ich wollte jetzt noch ein Militärschiff bauen, mal wieder eins. Mein erstes Militärschiff wieder. Oh, dann fühle ich mich so stark. Also endlich wieder Leute. Naja, ich habe jetzt schon wieder 2000 Offiziere angehäuft. Da kann ich ja mal ein Militärschiff bauen, damit es nicht ganz so Spaceport leer aussieht. Under attack. Spaceport under attack. So, die sollen auch nach Dakar rein. Nee, machen wir nicht. So, was bauen wir denn für ein Militärschiff? Vielleicht fange ich jetzt einfach mal an mit Flottenverwaltung. Ich baue jetzt mal eine neue Flotte und mache es jetzt direkt über diese Flottenverwaltungsgeschichte hier. Und nicht so einzeln bauen. Oh, eine 19K-Armee haben die da noch aktiv. Okay. Kann ich denn die Flotte jetzt benennen irgendwie? Kann ich nicht. Cool. Cool. Ich füge jetzt mal einen Kreuzer hinzu. Alter, 360 Besatzung kostet mich ein Kreuzer. Boah. 13K, 9K. Ich darf es halt echt nicht übertreiben. Ich hatte das beim letzten Krieg gemacht, da habe ich den Fehler gemacht, dass ich dann zu leichtfertig war und mir gedacht habe, ach komm, die können ja gar nichts. Ja. Ist weiter nicht so toll. Aber so krass beim Dominion. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache oder ob das so sein soll, so spielmechanisch. Ich komme halt technisch überhaupt nicht voran. Ne? Ich bin immer noch bei Kreuzern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich jetzt langsam auch mal Schlachtschiffe erforschen darf. Mhm. Und auch bei Raumstationen hatte ich ja schon gesagt, dass ich da immer noch so kleine Raumstationen nur habe. Ich darf halt noch gar keine größeren bauen, so richtig. Also, das ist, ich weiß es nicht. Ich komme halt nicht zu den Technologien irgendwie im Forschungsbaum, aber das müsste ja durch Zufall eigentlich irgendwann mal dann auch mir vorgeschlagen werden, die entsprechenden Technologien. Wenn ich die richtigen Sachen vorher erforscht habe, aber das weiß ich ja nicht, weil ich ja den Forschungsbaum nicht sehe. Hm. Achso, ich wollte jetzt. Da landen wir mal. Passt. Ihr fliegt's weg, ihr landet's. Wir müssen zwar noch ein bisschen kämpfen, ich hoffe, das ist okay. Wir gewinnen den Kampf. Landen jetzt mal bei Murrl. Schauen wir mal, ob das klappt. Murrl. Yes. Yes, sir. Hast es geschafft. Sehr gut. Ja, dann ab in den Mixer. Ab nach Mix. Ab in den Mixer. Weil dann können wir doch wieder landen auf einem Planeten. Armee landen, sehr schön. So, 45k Armee, bei dir wird es jetzt interessant werden. Da gibt es jetzt gleich wieder ein kleines Tit-a-Tit mit dem Borg. Oha, ja, die sind auf 36k, das kann wehtun. Wie hast du jetzt aktuell? 45 zu 36. Ja, das wird. Glaube ich nichts. Oh, das wird richtig wehtun. Da ist eine Sternenbasis drinnen. Das war dumm. Nee, das war. Das war richtig dumm. Kannst aber auch wieder fliehen noch, ne? Also, es dauert immer ein paar Tage während des Kampfes. Also, man verliert ein bisschen was. Aber wenn du auf die Flotte gehst, kannst du ja auf Zurückziehen drücken, normalerweise. Nach einer Zeit. Naja, okay, kann ich noch nicht, ja. Das dauert immer. Scheiße.
Okay. Dann hole ich mal Verstärkung hierher. Ach, mit dem wachsen lassen, da ist es wieder. Ich hab's vergessen, ich hab's komplett übersehen. Die haben mir die Sicht genommen auf die Riesenstation hier in Wuddard. Wenn du schauen magst, wo ich gerade zerschelle. Wuddard? Da ist es, ja. Ja gut, aber also, da unten gar nicht erst versuchen. Nimm nur die da oben, da wo du eh schon rumfliegst so viel. Auch bei Crenum und Garinor und so, da die Planeten. Da unten, das ist alles voll mit Stationen. Da würde ich mich gar nicht erst hinbewegen. So, ich versuche jetzt mal hier Geld zu spielen. Das ist halt Nachbarn. Doof. Gucken, ob ich da ein bisschen was kriege. Na. Diplomatischer Zwischenfall auslösen. Was haben wir denn noch alles? Haben wir die Nibiriten auch schon ausspioniert? Nein, hier haben wir Nein, Dwinner ist Nibiriten. Die Nibiriten südlich von mir haben noch gar kein Spionagenetz von mir abbekommen. Das ist ja, also, geht ja gar nicht. Das geht ja wohl gar nicht. Und die sind jetzt für eine Zeit lang verschollen dann, oder? Die Flotte. Genau, die taucht dann irgendwann wieder an ihrer Heimatbasis auf. Ach, dort, okay. Mhm. Also du musst halt eine Heimatbasis für jede Flotte setzen. Normalerweise ist es dann meistens irgendwie so die Raumstation, wo die meisten Schiffe gebaut wurden oder so. Oder die ersten Schiffe für die Flotte. Ja, die ersten normalerweise. Du kannst sie aber auch manuell noch woanders hinpacken. Da tauchen sie dann wieder auf. Ach hier, okay, da stehen sie. Hallöchen, ja, die haben einen Schock ihres Lebens. ein neues Raumschiff. Sehr gut. Okay, ihr fliegt's nach Wikla, ihr fliegt's nach Krennim. Und ihr fliegt nach Kryala. Na dann. Gesundheit. Der Auftrag verläuft ohne Probleme. Blablabla. Unruhestifter, Mittel beschaffen. Ja, und was haben wir jetzt gewonnen? Wäre schön gewesen, wenn das Spiel mir mal erzählt hätte, was ich jetzt für Mittel beschafft habe von den Vidianern. Weil da steht halt nur, ich kann als Spionageaktion Mittel beschaffen von denen. Mhm. Aber was ich da jetzt genau bekomme, also ist das Geld... Leute wäre praktisch. Leute wäre, genau. Oder Einfluss gewinnen oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Meine beiden Ressourcen, die ich brauche, sind Einfluss und Leute. Kann ich bitte davon mal irgendwas haben? Geht das bitte? Okay, das heißt, wir sitzen in Krennim. Es gibt doch Krennim Prime. Das heißt, den Planeten müssen wir uns auch noch gönnen. Okay. Dann können wir das ja mal machen. So, passt. Patridge. Die Borg wollen jetzt natürlich ihren Status Quo durchbringen. Das kannst du ihnen aber mal schön hinschieben, wo die Oh shit, die schiebt mir gerade was nach Dibble. Oh fuck. Okay, Leute. Dann vielleicht doch Status Quo. Vielleicht wäre es dann doch an der Zeit. Ich muss schauen, wie schnell ich wieder da bin. Kostet mich das Ding Unterhalt eigentlich? Na gut, das wird sie eh ein bisschen aufhalten, meine 75k-Station. Hoffentlich lang genug. Ja, die sollte doch eigentlich relativ lange halten. Borg sind unten auf 37, 33k, 31k. Boah, die büßen gerade richtig, Alter. Boah, zerlege ich ihnen alles hier gerade wie so ein Lego-Haus. Na, mit so einer vierten Raumstation wundert mich das auch nicht. 50k ist Geschichte von dem Borg. Mir hat's nichts gekostet. Ey, Raumstationen sind so wertvoll, deswegen ärgere ich mich ja auch, dass ich sie nicht bauen kann. Ich würde halt gerne wenigstens mal so meine wesentlichen Systeme auf genau die Art sichern, weißt du? Dann hast du nämlich keine Sorgen mehr, wenn die Borg dann doch mal vorbeikommen. Mhm. Aber das darf ich ja nicht. Ihr sagt nein. Das ist echt ganz gut. Das ist nicht verkehrt. So, jetzt habe ich die Leute, jetzt habe ich wieder euch umsonst da losgeschickt. Tut mir leid und so. Ach, du wirst dich so ausbreiten nach diesem Krieg, ey. Das wird super.
Da wird alles blau da oben in der Ecke. Naja, ich hoffe da drauf. So, ich. So, ihr daher, ne? Rillner-System ist auch keiner mehr drinnen. Dann fliegt's da mal auf den Planeten. Die sehen den Richtung Mix unterwegs, genau. Das hier passt sehr gut. Da sind aber noch ordentlich viele Armeen da. Uiuiui, Moment, bevor ihr landet. Kommando Retour. Ja, gegen Borg-Bodenarmeen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Die sind immer scheiße. Vor allem, die bauen so krass schnell wieder auf. Ja. Ja, die das assimilieren halt. Verrückt. Weißt du, wenn du mit 1000 Mann gegen 1000 Borg kämpfst, dann hast du ganz schnell 1500 Gegner und 500 von dir fehlen. Das geht. Und wenn es dann noch einen Transporter gibt, ja. Dann ist er überhaupt. Und du junge Leute hast bei dir. Ja. Oh. Deswegen junge Leute immer schön sofort in den Tod schicken und ja. Gar nicht erst irgendwie hier so lange leben lassen, dass sie gefährlich werden. Lebt lang und in Frieden, außer ihr seid jung. Genau. Langes Leben nur für alte Leute. Ja, niedlich. Eine 2K-Armee möchte mit meiner Sternenbasis um 7K wissen. Okay, na dann. Macht's mal. Aber das ist ja eine super Idee. Warum bin ich da nicht drauf gekommen, jetzt vor allen Dingen erstmal Technologien zu stehlen von meinen Nachbarn? Nicht Mittel zu stehlen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin doch schon so reich. Ich spiel gerade Fang den Hut quasi, wenn du weißt, ob du das noch kennst. Ja, Boomer, alles klar. Okay. Technologien stehlen. Wo wir gerade bei Odi waren. Ja, du hast gerade gezeigt, aus welchem Jahrhundert du stammst, auf jeden Fall. No fam, my dude. Also, ganz ehrlich, das ist so cringe, wenn du redest. So. Technologien. Kann ich von dir auch Technologien stehlen eigentlich? Kann ich bei dir spionieren? Moment, nein, das hören wir uns aber auf. Das würde ich nie machen. Bei dir spionieren ist ja absurd, allein die Vorstellung. Mit Spionagenetz. Ihr sollt auf den Planeten hin. Ihr Deppen. Bei den Nibelianern ist noch nicht ausgebaut genug. Die Shellyak könnte ich noch. Die Nibel. Die mit der Nibel. Spaceport under attack. Kann ich die Shellyak nicht auch noch infiltrieren? Och, come on. Muss es denn sein? Die Antwort lautet ja. Müsst ihr mich den nerven? Oh, die Shellyak sind überwältigend stark, aber das ist jeder. Im Vergleich zu mir. Ja. Also, ich habe ja schließlich das wäre selbst schon Papierflieger. Ja. Entschuldigung, aber. Es ist wie es ist, was soll man machen? Wer denn. Ja. Ich weiß nicht, wie dieser Slogan geht, aber wer den Schaden hat. Ja, genau, danke. Auch für den Spott nicht zu sorgen. Richtig. Das kommt von ganz allein, ja. Das ist wahr. So. Borsch. Ja, das haben sie sich wieder gesnackt, ja. Natürlich. Erfolgreiche Vertuschung. Ah, das hört man gern. Einfach so das Riedelsystem gemampft. Yummy. Ach man, keiner will sich mehr integrieren lassen von mir. Was ist denn da los, Leute? Es geht euch doch allen so viel besser unter meiner Herrschaft. Schaut doch mal, stimmt. Die, unter,
Schaut doch mal die Jem'Hadar da hinten, denen geht's total gut. Nein, nicht die, die zittern, weil sie keine Drogen mehr bekommen, von denen ich sie abhängig gemacht habe. Die anderen da, die so nett lächeln und winken. Genau, genau diese. Lächelt doch mal, hallo. Genau. Agent läuft über, oh. Aber Dennis, sag doch mal, jetzt wo wir eine ruhige Minute haben hier. Ja. freust du dich schon auf Star Trek Infinite? Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt. Wie viel wärst du bereit zu zahlen? Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe ja auf 0 Euro, weil ich hoffe, dass es im Game Pass einfach kommt, so wie mittlerweile jedes zweite Paradox-Spiel, sind ja alle im Game Pass. Und warum soll das dann nicht da auch kommen? Dann bezahle ich halt de facto nicht besonders viel, weil ich ja sowieso den Game Pass abonniert habe seit Jahren. Praktisch wahrscheinlich Mid-Price, 40 Euro oder so. Wäre ich schon bereit zu zahlen. Denke ich auch mal, dass das kosten wird. Ich weiß noch nicht, also warum ich mich sozusagen darauf freuen sollte, da haben sie mir noch nicht genug gezeigt. Mhm. Weil bisher sieht es halt einfach wirklich exakt aus wie Stellaris. Selbst die Menüs sehen exakt aus wie Stellaris. Ja. Und ich frage mich halt, warum soll ich ein Stellaris Star Trek spielen, wo ich viel weniger Rassen drin habe und viel weniger potenzielle Spielmechaniken, als in dieser Mod jetzt hier, die ja über Jahre wachsen konnte, bei so einem neuen Spiel und dafür soll ich dann nochmal extra Geld ausgeben. Ich habe doch das Spiel hier schon. Also sie haben mir noch nicht gezeigt, warum das jetzt irgendwie cooler ist als Stellaris mit dieser Mod hier. Ja. Also mal schauen. Und wie siehst du das? Das sehe ich wie du. Ich glaube, es wird dann mein Star Trek Herz trotzdem noch irgendwie überwiegen und ich werde mir da doch denken, ja, ist aber schon ganz cool. Und vor allem, was. Seien wir doch ehrlich, wir kaufen es doch sowieso. Wir sind doch Fanboys. Ich glaube auch. Wir kaufen doch eh einen Scheiß. Also. Und was ich halt auch ganz cool finde, ist, dass es halt ein bisschen zurück zu den Wurzeln geht. Zumindest aktuell. Wer weiß, wie lange und ob sie das dann nicht auch wieder aufgeben und quasi dann wieder komplett Apeshit gehen. Du meinst, was Spielmechanik ja, so genau, angeht. Genau. Ja, genau. Das wird dann die große Frage sein. Das ist wahr, ja. Man weiß halt nicht, also ich weiß halt nicht, wie Stellaris jetzt sich spielen würde, wenn ich alle DLCs und so wieder rausschmeißen würde, die ich habe. Ich habe ja 10 DLCs oder so hier gerade drauf auf dem Spiel. Mhm. Wenn ich die alle wieder rausnehme, ich habe keine Ahnung, was das Grundspiel eigentlich aktuell bietet. Also halt selbst ohne DLCs finde ich es halt krass teilweise, die Spielmechaniken, weil es halt so viel sich geändert hat über die Zeit. Allein wie wir es da schon hatten mit der Planetenoberfläche zum Beispiel. Und mit den Jobs und so weiter, das hat sich halt so krass verändert. Ja, das ist halt echt die Frage, ob sie das so stark vereinfachen dann wieder bei dem Und wie lange? ja, am Ende ist ja das Prinzip von Paradox-Spielen einfach nur mal, dass es immer weiter sich ausbreitet, die Spiele, und immer größer werden, weil du ja, du greifst am Anfang die Leute ab, die Bock drauf haben auf das Thema, und dann melkst du sie 5 bis 10 Jahre lang. Sie hatten sie ein bisschen überlegt oder ein bisschen anders gemacht mit zum Beispiel diesem, wie hieß das, Imperator Rome? Ja, und weißt du, das scheint aber völlig gefloppt zu sein. Genau. Die Entwicklung ist eingestellt, es wird nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Nach gerade mal 3 Jahren oder so, im Vergleich zu den anderen Spielen, die ja teilweise 10 bis 15 Jahre lang erfolgreich laufen. Ich meine, für Crusader Kings 2 kannst du immer noch neue DLCs kaufen. Die kommen ja immer noch alle paar, also einmal im Jahr oder so kommt dann ein neuer DLC raus und es verkauft sich immer noch gut. Ja. Ist immer noch ähnlich oft gespieltes Spiel bei Steam wie Crusader Kings 3. Also, obwohl es 12 Jahre älter ist. Ja, das ist schon krass. Und das läuft eben nur über die extremen Nischenfans, die sich Dutzende und Aberdutzende von DLCs kaufen wollen, um ihr Spiel immer noch tiefer zu machen und noch mehr Mechaniken zu haben. Deswegen wirst du das nicht rauskriegen aus der Firma, weil das ist ihr Erfolgsgeheimnis. Letztlich. Also ja, keine Ahnung, was das bei Star Trek Infinite werden wird, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das jetzt dass das auf Dauer so ein ganz oberflächliches Mainstream-Ding bleiben wird. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass die da sehr mit so DLCs arbeiten dann werden und vor allem mit so Völker-DLCs, so wie sie jetzt ausschaut. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so viele coole Völker, die jetzt nicht drin sind, drin sein werden im Startspiel. Beinahe zum Beispiel. Ja, die Beinahe immer wieder das meistgewünschte Volk eigentlich. Ja. Also, da gibt es ja kaum jemanden, der da nicht einfach Fan ist.
So. Genau. Beinahe keinen. Ja. Ja, ja, ja. Aber ist auch das Dominion zum Beispiel. Ich meine, das Dominion ist sicherlich ja auch ein interessantes Volk, mit dem man da spielen kann. Aber auch interessant wird ja sein, man hat ja gesehen in den Trailern jetzt oder in den Ankündigungen, Screenshots, dass ja die ganze Galaxie drin ist, aber spielbare Völker eben nur Völker aus dem Alpha- und Beta-Quadranten sind. Und das ist natürlich schon interessant, wenn du sagst, ja, okay, der Rest der Galaxie ist halt nur Spielplatz für diese Völker da, von unten sozusagen, aus dem Süden. Die können dann da, also die Kazon sind nicht drin, das Dominion ist nicht drin als spielbare Rasse. Ob sie als NPCs drin sind, das weiß man ja noch gar nicht. Mhm. Da wurden ja bisher nur die Borg erwähnt. Jetzt geht's. Jetzt nervt's das wieder langsam. Du weißt, du kannst jederzeit den Krieg beenden. Ja, ich weiß, sie wollten auch schon ein paar Mal Status Quo haben. So, bitte jetzt, hallo? Und nun? Wie sieht es aus bei euch? Es wäre doch so nett. Guck mal, dann schließ doch jetzt noch ein, zwei Lücken, die du hier irgendwie hast, und dann nimm den einfach an, den Status Quo. Es dauert halt gerade so Ewigkeiten, weil dieser Planet, so, also die drei Planeten, wo ich gerade dran bin, so scheiße gut befestigt sind. Ich habe die ganze Zeit so 35.000 Armeen, die auf Rilna, auf Krenim und auf Mix einhämmern, aber ja. Keine Chance. Das sind einfach so viele Elaurianer und Borg. Das ist verrückt. Elaurianer. Die Elaurianer sind doch die von Geinen und so, oder? Die halten auch einiges aus. Die halten einiges aus. Und das dauert halt so lange. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, die ist ein bisschen mühsam. Ich habe jetzt übrigens wieder 8000 Kampfkraft. Hey! Drei Schiffe. Nice. Ja, das ist also so ein Shuttle von mir. Ja, so ungefähr, Entschuldigung. Ja, ich gebe gerne an. Du, ich mache das ja auch. Also ich gebe nur mit anderen Sachen an als Ja, du kannst mit den Ressourcen angeben. Aber davon kann ich mir also buchstäblich gerade auch nichts kaufen. Weil es ist, also ich könnte mir jetzt natürlich theoretisch also tausende Schiffe kaufen, aber ich habe ja keine Leute dafür. Das alte Problem. Krass, Alter, wie gut Krenim allein bestückt ist. Das ist verrückt. Oh ja. Die sind gut bestückt. Das ist doch verrückt. Wo ist denn sei das Krenn? Dass sie keine Zeitschiffe haben, so wie in der Serie. Ja. Okay, warte. Wo sind die Borg gerade wieder zugange? Ich muss halt auch eine Verteidigungsflotte haben. Hilft nichts. Ich muss mich auch gegen diese ganzen Borg-Übergriffe hier wieder mal ein bisschen verteidigen. Die Borg. Übergriffig wie in der Row Zero bei Rammstein. Also da kannst du einfach nichts machen. Murrell, genau, Murrell, ihr fliegt von Kleinem daher. Oh, jetzt erstmal ein paar. Und wir, ihr Murrels. Ihr Murrels. So, passt. Haben wir das wieder. Ist wie so eine Schachpartie. Man freut sich über einen gelungenen Zug, dann macht der Gegner wieder was Unerwartetes und dann wieder, Moment. Erstmal wieder eine Stunde warten und überlegen. Ja, aber so ist das halt bei da dem Krieg. Da färbt sich schon wieder grün ein. Ich glaube, das ist aber auch genau das. Das ist keine Nebenwirkung oder Nebeneffekt. Das ist genau das, was sie halt wollen, die Entwickler. Dass das sich anfühlt wie so eine Schachpartie, die so hin und her wogt und mal ist der eine vorne, mal der andere und so. Das ist ja auch das Coole. Recht spannend, ja. Und da wird dann auch wirklich die Frage sein, wie lösen sie das dann mit Star Trek Infinite? Ja. Ist das dann auch derselbe Charme? Oder denkt man sich da die ganze Zeit, aber da fehlt was. Ja. Und was machen sie mit der Mod? Erlauben sie die Mod nach wie vor? Das ist die Frage. Züchten sie sich nach wie vor eine Riesenkonkurrenz heran, quasi selber? Oder nicht? Ja, es ist halt die Frage, ob sie das ohne, mit der Glaubwürdigkeit von Paradox insgesamt vereinbaren können. Mhm. Weil sie geben ja nur von Mods.
Sonst wären die Spiele ja nicht 10 Jahre lang gespielt, sozusagen, und wären so erfolgreich. Und wenn die jetzt sagen, ja, wir bringen jetzt hier ein neues Spiel raus, was mal so eine Lizenz hat, das ist ja, glaube ich, das erste Globalstrategiespiel mit einer Lizenz, das sie machen. So, falls ich jetzt nicht irgendwas übersehe, dann ist es ja sozusagen so Ausverkauf und die Leute werden das nicht, die werden das nicht mögen, die Paradox-Fans. Dass jetzt plötzlich Modding nicht mehr geht. Nee. Nicht mehr. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das werden sie nicht machen. Die Frage ist halt, wiefern Mods bei Star Trek Infinite selber funktionieren werden. Also welche Mods da zugelassen werden, weil Lizenzinhaber ja häufig ein bisschen ein Problem damit haben, wenn ihre Spiele so zerstückelt werden und dann plötzlich Star Wars Raumschiffe im Star Trek Spiel rumfliegen oder sowas. Das ist ja meistens dann nicht so im Sinne des Lizenzhabers. Mhm. Also so erfahrungsgemäß, deswegen gibt es ja auch bei vielen Lizenzspielen kein Modding. Andererseits gibt es bei vielen Lizenzspielen aber auch Modding und da ist dann wieder, also zum Beispiel bei Total War Warhammer, da gibt es ja Mods für, also auch Mods, die irgendwelche anderen Lizenzen da rein basteln und sowas. Ich erinnere auch nur an Star Wars Empire at War, ist jetzt auch schon sehr alt natürlich das Spiel, aber wird ja immer noch gemoddet, hat ja immer noch eine aktive Fangemeinde. Da gibt es ja auch Battlestar Galactica Mods für und Stargate und sonst was, habe ich alles schon mal ausprobiert. Und das ist ja auch ein Star Wars Spiel und da ist weder EA noch Disney hinterher, das irgendwie zu unterbinden. Also auch, weil es ein altes Spiel ist natürlich, sicherlich, aber ja, mal gucken, wie relaxed und liberal sie damit umgehen. So viele Fragen. Ja, auf jeden Fall. Apropos relaxed und liberal, ich snack mir gerade oder versuche gerade mir eine Sternenbasis zu snacken in Wuddard. Diese 43k-Armee, wo ich Flotte, wo ich vorher schon kurz reingedippt hatte. Ich probiere es mit einer 74k-Armee. Na dann, viel Glück. Ja. Wäre natürlich cool, wenn du so nach und nach dich auch reinfräst in diese stark befestigte südliche Bauchregion. Es sieht ja jetzt gerade schon so aus, als hätten die Undine tatsächlich eine gewisse Chance gegen den Borg. Also, macht denen ja doch das Leben recht schwer. Man kann es ja auch mal andersrum sehen. Ich meine, klar, die Borg ärgern dich hier und da und das Schachspiel wogt hin und her, aber ich meine, du hast den Borg jetzt schon ungefähr die Hälfte ihres Landes abgenommen. Innerhalb der letzten paar Folgen. Das muss man auch einfach mal so sagen. So schwierig das auch hin und wieder mal. Bar und Rückschläge und so, aber das gefällt denen bestimmt auch nicht. Also. Die mögen das auch nicht so. Nee. Ich habe wieder übrigens neue Leute getroffen, irgendwie neue Völker. Aber es tut schon ordentlich weh. Ich verliere gerade, ich sacke gerade ein bisschen runter von der Kampfkraft. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das gegenhalten kann. Dir keine Sorgen, du wirst nie so schwach sein wie ich. Na dann. Das kann nicht passieren. Na, okay, passt. Wenn ihr fertig seid mit der Transportflotte, dann kommst du doch bitte wieder zurück. Danke. Na, ihr seid hier am Betteln. Oh, die Station ist gefallen. Yes. Dennis. Oder wollen wir mit diesem Erfolg die Folge beenden? Ernsthaft? Schon wieder? Es ist schon wieder eine halbe Stunde rum, was soll ich machen? Dieses Spiel, oder? Dieses Wahnsinnsspiel. Es frisst einfach unsere Zeit auf. Und eure. Schön, dass ihr weiterhin zuschaut. Wie lange das jetzt schon dauert hier? Verrückt. Ich weiß ja nicht, was du für Kommentare unter den Videos bei dir manchmal hast, aber bei mir hat neulich einer unter eines der Videos hier geschrieben, oh, ich liebe das, das ist so entspannend und euer Humor ist so super, ich lasse das immer laufen, während ich Solaris spiele. Und da denke ich mir nur so, ja, da vergeht die Zeit quasi doppelt so schnell, weil bei uns vergeht die Zeit so schnell und wenn die Person selber auch Solaris spielt, dann frisst das ja auch seine Zeit. Wahrscheinlich hat er 6 Stunden gespielt und hat das Gefühl gehabt, es ist nur eine Viertelstunde vergangen oder so. Ich kriege immer nur so nette Kommentare wie, ja, das, ich höre dich sehr gerne beim Einschlafen. Ja, ja. Was irgendwie einerseits nett ist und andererseits so, ja, okay. Ja. Ich weiß immer nicht, ob ich das richtig, so... Ich scheine richtig der Banger zu sein auf so einer Party. Ja, was willst du hören? Ich höre dich immer auf meinen Geburtstagsfeiern im Hintergrund oder wir brauchen kein DJ, wir haben ja deine Playlist sozusagen. Das wäre doch zum Beispiel was. Ja. Läuft immer auf dem Fernseher im Hintergrund, während die Party läuft. Ach ja. Aber hier mit diesem schönen Ausblick hier auf Wuddard,
Und auf diese fette Sternenbasis, die ich jetzt mein eigen nenne. Ich bin so stolz auf dich. Ach, danke. Das ist wunderschön. Dann, genau, also bevor es jetzt noch bergab geht in dieser Folge, wir beenden jetzt. Genau. Bevor die bösen Borg wieder zurückschlagen. Genau, schnell, Schluss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.